Hallo und willkommen zu einer Folge Guru Song of Savagery. So, wir gehen mal wieder eine Runde schlafen und schauen mal, was das Neues passiert, da wir letzte Folge unsere Welt oben fertig haben. Oh, also die Türe entfernt, das war das Stück, was wir vor gerade sagen. Die Türe wurde entfernt, das war das, was wir hier wegbauen lassen haben. So, Baumpfleger, pst, wach auf, komm schon. Hey, hör mir zu, Häuptling muss mit dir reden, es gibt etwas, was du sehen musst. Ich bring dich hin, komm. Oh lol, sind wir hier auf einmal, WTF. Lass mich raten, und links ist unsere Welt, die wir fähig haben. Das heißt, wir können insgesamt. Ah ne, rechts sind auch noch Welten. Das sind alles Welten, die wir haben können von der Türe her. Also unten links leuchte ich da ja auf jeden Fall auf. Also auf jeden Fall ganz schön viele Welten, die wir dann haben können. Wo sind wir hier? Warte, 1, 2, da ist 3, 4, 5, 6, 7, 8 Welten dürften wir dann haben insgesamt. Wenn das die Welten sind, so, ne, aber das eine, der so komisch aufleuchtet. Sei gegrüßt, Baumpfleger. Ich entschuldige mich vielmals, dich so zu so später Stunde zu mir zu rufen. Ich hoffe, du warst nicht beschäftigt. Du befindest dich hier in der Baumherzkammer, dem Herzen des Immerbaums. Einst war diese Kammer für die Jünglinge zugänglich, die eintreten wollten. Der Immerbaum war glücklich, sich hier mit den Jünglingen zu unterhalten. Aber im Laufe der Zeit wurde es immer weniger Besucher. Leute vergaßen die Wichtigkeit dieses Ortes und die Erinnerung an ihn verblassten. Die Aufgaben der Baumherzkammer war schon immer, das Lied im Immerbaum zu bewahren. Doch dann zerbrach das Lied und die Dürre schlich ein. Sie selbst. Das Herz des Immerbaums wurde überwältigt und die Liedfragmente verstreut. Aber mit deiner Hilfe haben wir eine Chance. Der Immerbaum gab uns die Aufgabe, eines der Liedfragmente zu beschützen, bis die Hoffnung wiederkehrt. Du bist diese Hoffnung. Du verstehst die Bedeutung von Gleichgewicht und Harmonie in der Welt, Baumpfleger. Deswegen bitten wir dich, Kind des Liedes, diese Liedfragmente anzunehmen und es in einen rechtmäßigen Platz zu bringen. Obwohl wir Immerlinge dem Lied entspringen, ist unsere Verbindung mit ihm nicht so stark wie deine. Nur du kannst dies vollbringen. Bitte lass deine Verbindung zum Lied in dieser Fragment fließen. Okay, dann singen wir da mal vor, schätze ich mal. Großes Haus. Zwei Gasthäuser brauchen wir dafür. Okay. Großes Haus wäre auch schon mal was Gutes an sich. Hä? War das jetzt nicht richtig? Ne, interagieren. Erinnerung des Immerbaums, die strömen dich. Am Anfang war ich nicht mehr als ein Samen. Erschaffen von den Uralten. Ihre vielen Stimmen formten ein harmonisches Lied. Dieses Lied gebar die Sonne und die Sterne, die mich ernährten. Mit der Zeit wuchs ich zum Immerbaum heran. Als mein Herz stark genug war, gravierten die Uralten das Lied darin ein. Dann sang ich mit meinem Lied die ersten Jünglinge ins Leben. Die Immerlinge. Ich vertraute ihnen den Schutz meines Herzens an. Hat ja gut funktioniert. Denn aus meinem Herzen fließt das Lied des Miura. Und als die Uralten sahen, dass ich gedieh, dass ich nicht allein war, verließen sie uns. Sie ließen mich und die Jünglinge zurück, um sich um das Leben, das sie erschaffen hatten, was immer da stand. Ja, gut, dann wie gesagt, werden wir wahrscheinlich das achtmal machen müssen dann mit unserer Insel. Wahrscheinlich fällt jetzt auch ein neues Gebiet frei. Wenn ein Stück der Dürre vielleicht weggeht. Dann bauen wir da auf jeden Fall wieder größer. Ja gut, kommt wahrscheinlich ein neuer Ast jetzt, wo eine neue Welt entsteht dann im Endeffekt. Ja, wahrscheinlich da links das, oder? Irgendwie so. Sieht zumindest ein bisschen so aus, der Dingcaster. Rechts ist ja unsere erste Welt. Unglaublich, was für ein spektakulärer Anblick, Baumpfleger. Durch die Wiederherstellung des Liedfragments hat sich die Dürre teilweise aus dem Herzen des Immerbaums zurückgezogen. Wenn ich mich in meinen Mühe nicht täusche, dann ist der Baum sogar etwas gewachsen. Das Licht der Hoffnung scheint noch immer hell über Alaria.
Dem Baum hatte recht, natürlich hatte er das. Die restlichen Lichtfragmente sind irgendwo da draußen und warten darauf, von dir gefunden zu werden. Deine Verbindung mit dem Lied ist der Schlüssel, der dir helfen wird, sie zu finden. Tatsächlich glaube ich, ein weiteres Fragment in der Nähe gespürt zu haben, als der Baum sich bewegte, irgendwo in der Stadt. Okay. Hast du irgendwelche Fragen oder bist du bereit, deine Suche zu beginnen? Ja, komm, ab zur Suche hier. Vergiss nie, wie weit du schon gekommen bist, Baumpfleger. Vielleicht verliere dein Ziel nicht aus dem Auge. Führe die Fragmente wieder zusammen. Die anderen Ruhen werden sich sicher rechtzeitig offenbaren. Wenn wir wissen, wo sie sind, werde ich dich entführen. Und schau, indem du das Lieferment wiederhergestellt hast, hat der Baum etwas von seiner Kraft zurückerlangt. Die Dürre hat sich aus dem Herzen des Immerbaums zurückgezogen. Wer weiß, was das jetzt für ein Wachstum des Baums bedeutet. Vielleicht müssen wir uns unsere Sichtweise ändern. Ja, eine Belohnung einfordern hier. Oh, hier steht ein neuer Bauplan, ne? Ach, weil wir den Strauch dann alles gebaut haben. Den Friseur haben wir jetzt. So, Bau. Ja, eine gefrorene Laterne, ohne Wüstenlaterne. Yay. Wir sehen gerade, dass es erhöht. Ja gut, das ist nicht so wichtig. Ich glaube, der einzelne Radius ist das einzige, wo ich denke, da will ich richtig viel von haben. So, wie kommen wir hier wieder raus? M drücken und rausfliegen? Ne, muss echt zum Ausgang latschen, euer Ernst? Ist das der Ausgang? Ne, da muss ich jetzt nicht ganz hinrennen, oder? Arbeit suchen. Muss ich was machen hier? Ey du, lass mal hier wieder raus. Warte. Hey, muss ich echt wieder zurückrennen? Oder gibt es ja eine Tür oder einen Teleporter, wie sowas? Hey, wieso das Ding auf einmal rechts? Hat es nicht eben links geleuchtet? Kann ich schon ja was machen? Interagieren. Hier wurde eins an die Fragment. Dann ist es auch still. Oh, danke. Ja, anscheinend muss ich echt bis zur Tür zurückrennen, wie es aussieht. Zumindest wisst ihr ja sonst nicht gerade, wie ich hier rauskomme. Aber M drücken geht auf jeden Fall nicht. Den rennen wir hier noch was ein paar Minuten, gefühlt. Also, es sieht auf jeden Fall weit weg aus. Wie ist das nicht der Ausgang nachher? Ah, okay. Müssen wir in die Richtung rennen. Und da ist ein. Also, das ist so eine Kammer, die frei geworden ist. Also, die Kammer bei uns in dem Haus. Ah, okay, von da aus kommen wir jetzt nach oben. Dort gibt es. Okay, wir können jetzt Weltensamen erschaffen, tatsächlich. Okay, und von hier aus kommen wir jetzt in die Kammer, da in den Herz. Baum des Herzens, Herz des Baums, irgendwie so. Was ihr noch was machen kannst, aber was ich, glaube ich, auch schon ein paar Tage vergessen hatte. So, wieder ein Juna hier ein bisschen drum kümmern. Okay, ist das der Stein gleich unsere neue Welt eventuell? Gucken, wie viel Einfluss wir darauf haben. Oder das ist quasi einfach so eine. Ja, wie die erste Welt hier so. Ist aber fertig. Die generiert anscheinend random oder so vielleicht, aber dieses Grundprinzip ist quasi dasselbe. So bleibt aber, kann ich nicht beeinflussen. Ich glaube, das kann auch sein, weil es eine Wüsteninsel wird oder was weiß ich. So zum Beispiel. Mal gucken. Du bist wach, gut. Hä? Okay, es gibt eine Menge zu erledigen. Auf Wiedersehen. Tschüss, okay, wieder. Okay, macht keinen Sinn. Alchemie. Ah, der schöne Alchemie-Bildschirm. Du kannst hier oben zwischen Essenz-Aktuation und dem Erschaffen von Weltensamen wechseln. Hier sind alle deine verfügbaren Essenzen. Wähle die gewünschte aus. Okay, hier sind alle, also wähle gewünschte aus und drücke den Kamaustaste, um die zu mischen, hinzuzufügen oder um sie zu entfernen. Brauchbare Weltensamen benötigen mindestens drei unterschiedliche Arten von Essenzen, aber du kannst auch bis zu fünf gleichzeitig kombinieren. Wieso extrahierst du aus den Gegenständen in deinem Inventar nicht mehr Essenzen, um das Ganze interessanter zu machen? Du musst so lange Essenzen hinzufügen, bis Adam Big Fod ist. So ein Gierschlund. Die Menge von Essenzen verändert die Struktur der Welt, die am Ende wächst. Fast so, als würde man einen Kuchen backen, glaube ich. Drücke leer, sobald du mit deinem Mixtur zufrieden bist. Um den Kochprozess abzuschließen. Okay, ich muss aber hier mal kurz einen kleinen Cut. So, jetzt können wir mal unseren Samen hier erstellen. Frage, was tun wir da rein? Irgendwas Seltenes? So, die davon, die haben wir ja nur mal durch eine Quest bekommen oder so, ne? Wir haben auch 10 niedliche. Machen wir hier alle niedlichen rein. Verträumt, machen wir auch voll. Weil die haben die zwar nicht mehr, weil die ein bisschen seltener sind anscheinend, aber. Wir können auch erstmal noch gucken. Haben wir noch irgendwo, können wir noch irgendwas raus extrahieren, was wir noch nicht haben, von der Theorie her? Okay.
Was haben wir bei den Männchen bekommen? Die kennen wir alle schon, die auch. Da haben wir irgendwas, aber davon haben wir nur einen halt, ne? Ich glaube, wir haben aber sonst, ich glaube, wir kriegen nirgends mehr wirklich was raus. Hier können wir was rausgehen, was wir nicht kennen. Also, vielleicht. Ja, ich glaube, wir brauchen dafür wahrscheinlich tatsächlich eine neue Insel, um dann auch neue Lizenzen zu bekommen. Nun, warte, machen wir nochmal. Dann machen wir hiervon nochmal 10. Machen wir davon nochmal 10. Den, die will ich eigentlich nicht da rein tun, weil stinkend. Wer will denn stinkende Insel da haben, so ganz ehrlich? Trocken, eisig, tröstend, bitter, reichlich, funkelnd, friedlich, warm. Also vom, weil es vom Klang hört, der hat warm, friedlich und funkeln noch am besten an, oder? Wie sind das hier? Ich lasse 5 machen. Wahrscheinlich, ja, gut, dann sind wahrscheinlich 50 insgesamt nachher. Noch am 10 friedliche. Ne, sind ja 60, oder? Ja, da sind 60, nee, 50. Sah jetzt aus, wenn es die Hälfte war. Haben wir überall von 10 einfach so. Bam, bam, bam. Samen erschaffen. Sieht aus wie alle zusammen. Cool. So. Ich bitte Entschuldigung. Der Samen ist fertig. Okay, dann pflanzen wir den anscheinend mal ein, wahrscheinlich gleich als nächstes. Soll jetzt mit dem einem neuen Weltensamen den Baum erklimmen oder eine neue Welt anpflanzen? Gut, dann werden wir die alte Welt ja quasi wahrscheinlich kaum noch betreten, außer wir wollen einfach mal ein bisschen Materialien farmen, um daraus Essenzen zu gewinnen. So vom Ding her. Und wir werden auch einfach nochmal gucken, ob wir da neue Tiere drauf spawnen, weil diese komischen Riesentiere sind auch erst gespawnt, als die Insel da unten fertig war. Kann natürlich sein, dass es dann dementsprechend oben. Oh, also das Zelt ist wieder da. Festtagszelt. Jetzt haben wir drei neue Plätze und 4 insgesamt. Samen, tröstend, friedlich, üppig, reichlich. Okay. Sollten wahrscheinlich in Zukunft achten, dass wir da nicht dieselben da drin haben, schätze ich mal. Wir bauen Pflanzen einfach mal da an, ne? Auf dem Tier können wir sogar dann anscheinend drei neue Welten gleichzeitig haben. Aber ich würde sagen, wir machen erst einmal eine Welt fertig. Weil da haben wir eigentlich mit genug mit zu tun und dann machen wir erst eine neue. Finde ich dann irgendwie besser. So, mal sehen, wie die aussehen wird. Obwohl am Anfang sieht die wahrscheinlich so ähnlich aus wie die alte, einfach nur, weil die halt so ein bisschen verkorkst ist. Boah. Bis dann irgendwas drauf wächst. Okay, aber wir haben hier schon mal, wie wir sehen, eher so orange-bräunliches Gras. Sonst haben wir einfach einen Kreis bisher. Dann fangen wir mal an. Wir haben schon mal eine neue Pflanze, eine Nessel. Wir wissen ja auch dann an sich 3 Tage, dann sollte das Stück ja von der Theorie her fertig sein. Mal schauen. Schon mal so Range, aber zum Einsammeln, ne? Wie groß sind die Range jetzt? Oh, okay, schon ganz gut jetzt mittlerweile. Hier sind Pflanzenflüsterer. Hallo, Mem. Dankeschön. Eine leere Schublade, eine Auslage für den Blumenladen. Okay, ist das ja auch noch was für den Blumenladen bekommen. Da können wir es abreißen hier. Hup. Hup. Hup.
Na komm, hau drauf. Das wäre wahrscheinlich wieder so Büsche werden hier. Obwohl, ne, das sind wieder so Gräser, ne? Das sind immer so Dreierkonstruktionen. Was ist ja wenig viel Gras aussieht gerade. Oh, ne, sind doch keine Gräser. Alles unterschiedlich ist, auch cool. Den kann ich auch zertrümmern, ja. Ticket für den. Was? Was hab ich für ein komisches Ticket bekommen? Was für ein Ding hab ich gerade bekommen? Was ist denn hier mitbei? Ich hab ein komisches Ticket bekommen. Ticket für den Tag des Felsen. Felsvermöbel. Wir sind ja. Ah, lol, wir haben gerade irgendwie den Festtag wahrscheinlich so Felsen platt machen. So von der Theorie her. Ey, so komischen Festtag. Das heißt, müssen wir Felsen zerstören halt. Na gut. Schon ein bisschen beenden die Feiertage hier. Ja. So, sollten wir wahrscheinlich auch gleich fertig sein, ne? Ganz nah dran. Guck mal, die Felsen auch nochmal platt. Das war's. Warte mal, weiß auch, oben ist Gras drauf, ist denn ernst? Warte mal, läuft hier später vielleicht? Nee, oder? Könnte sein, dass das Spiel so Wasser runterläuft, oder? Aber es würde halt ins Nichts laufen, macht irgendwie keinen Sinn. Hab ich hier vergessen zu gießen? Ah, nee, da muss ich mal sehen. So, fehlt nur noch die beiden Sachen hier. Danach würde ich einmal sagen, gehen wir auf unsere alte Insel zurück. Wie gesagt, wir haben mal gucken, ob da jetzt vielleicht mal neue Tierchen irgendwie gespawnt sind auf dem neuen Stück. Oh, okay. Wir haben was übersehen irgendwo. Da hinten. Ah, so ein Felsen. Ach komm, ey, der Ernst. So ein Trümmer hier, ey. So, hä? Ob wir das in den Pflanzen noch pflanzen können? Ich denke, die fertig war. So, dann reisen wir kurz zu unserer anderen Welt hin. Da sagt er, werden wir wahrscheinlich nur noch mal raufgehen wieder, wenn wir irgendwann. Da einmal will ich ja noch so eine Angel- und Käferfangfolge machen, demnächst irgendwann mal. Dafür wahrscheinlich. Ansonsten, wenn ich einfach mal sehe, ich brauche Ressourcen, kriege ich auch nochmal die jetzt gespawnt wieder. Die kennen wir ja schon. Ansonsten wird ja wahrscheinlich nichts Neues gespawnt sein. Weil die hier passen die wegen des Sinnefeld dieses Gebiet, weil es halt so eine große Ebene ist. Da passen die eigentlich ganz gut rein. Wenn man diese Geräusche, die wir unten immer hören? Warum schwebt der da im Baum, ey? Gut, was hast du hier noch so im Angebot? Wie so eine Kackbatterie, die aber nicht übel unnötig ist. Sonst ist ja wahrscheinlich nichts passiert irgendwie, ne? Na gut, dann würde ich sagen, war es das für heute. Dann vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.